Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, willkommen bei Carways. Mein Name ist Kamal Afs. Wir haben leider vergessen, den Ton anzumachen an dem Tag. Aber heute haben wir einen Porsche Carrera GTS gegen den M240i mit 480 PS. Beide PS-Leistung gleich. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Duell ausgehen wird. Ja, das waren meine Sponsoren. Danke an der Stelle Akram Gutachter und das Motel 24. Oleg Scheifler gehört natürlich dazu. Vielen lieben Dank für die Unterstützung und das Rennen kann losgehen. Ja, ich bin bereit. Aber hier komme ich auch wieder zurück. Was ist genau passiert? Also der Start, den habe ich leider ein bisschen verpennt, aber das verzeiht mir der Porsche. Und kommt auch wieder unfassbar stark zurück, wie man hier sieht. Also ab 100 aufwärts hat der BMW dann doch überhaupt keine Chance. Und dann sehe ich am Ende doch besser aus. Dank dem Porsche natürlich. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, aus welchem Grund wir nicht noch einen stehenden Start gemacht haben. Allerdings gehen wir jetzt rüber zum Rolly 50. Bei 50 halten, dann gibt es eine Kennzeichnung von Pylone, dann 402 Meter bis zur nächsten Pylone und Vollgas. Und los geht's. Ja, aber auch hier komme ich wieder richtig stark zurück. Schauen wir nochmal rein, was ist genau passiert. Also man sieht, dass der M240 einen Ticken vor mir fährt. Aber das ist für den Porsche überhaupt gar kein Problem. Und ich komme dann auch souverän wieder zurück. Und das ist einfach unfassbar, was der Porsche kann. Ja, man sieht auch meine Überzeugung hier von dem Porsche. Also ich bin wirklich sehr, sehr geflasht gewesen. 480 PS, die haben sich viel, viel mehr angefühlt. Und ja, das ist natürlich Porsche, muss man einfach natürlich dazu sagen. Aber der 240i ist natürlich eine Rakete und jeder, der auf der Autobahn ist und ein 240i sieht, wird sich auf jeden Fall wundern, wenn er aufs Gaspedal geht. Aber man muss natürlich dazu sagen, 100, 200 ist er dann natürlich ein bisschen langsamer. Er hat jetzt die 200 sogar tatsächlich nicht mal erreicht. Aber ja, das war auf jeden Fall wieder ein spannendes Duell auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Abonniert unsere Kanäle, Carways, folgt uns auf Instagram. Danke an meine Sponsoren. Bis bald.